Karl-Heinz, er war einer gute Putze. Was ist hier? Sabrine, sie war nur einfach nur die Büroschlampe. Marcel Davids, mitten im Leben, war sein Leben. Marcel Davids, ist das ja nicht von der 1&1-Werbung? Da, hier könnte ihre Werbung stehen, nur 182 Euro pro Meter. Minute, oder? Meter, Minute? Weil M steht eigentlich für Minute. Na egal. Santa Claus, yeah, niemand hatte mehr an ihn geglaubt. Das stimmt doch. Leute, die Ältesten glauben auch nicht mehr an ihn. Obwohl Santa Claus ja eigentlich auch nur, beziehungsweise der Weihnachtsmann ja eigentlich nur von Coca-Cola erfunden wurde. Was ja auch nicht unbedingt alle wissen. Ich würde jetzt gerne da hinten reinkommen, in den Konferenzraum. Ich glaube, ich muss dafür irgendwie, ich kann ja mal hier im Bettchen schlafen. Oh, oh. Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Oh. Nicht lustig. Oder ich muss... Nee, da geht's nicht hoch. Da geht's auch nicht hoch. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es noch geht. Na, ich kenne jeden Trick und jeden Kniff von Adventure Maps. Niemand kann mich reinlegen. Ich weiß immer, wie es weitergeht. Na, zumindest bei der Map hier, und das ist ja auch schon was. Oh, hier ist der Konferenzraum. Kein runder Tisch. Da fühlen sich aber einige dann benachteiligt. Ich habe einen Knopf aktiviert. Was ist passiert? Ah. So. Horst. Und Horst erzählt mir wieder irgendwas. Oh. Gut, du hast einen geheimen Lüftungsschacht gefunden. Von hier aus kann ich dich in die Zentrale führen. Davor musst du aber das Sicherheitssystem zerstören. Das musst du aber alleine schaffen. Sei vorsichtig. Wenn du auflegst, wirst du wie alle in den Kerker müssen. Noch viel Glück. Bla bla bla. Okay. Klatsch. Okay. Und wie könnte es anders sein? Ich muss springen. Na klar, wenn ich eine Bank ausrauben will, dann muss ich auch einfach nur an den Safe, um an den Safe zu kommen, so, ne, muss ich dann nur springen. Muss so von Leiter zu Leiter springen. Lass mich ran, danke. Ach richtig, ich wollte auch die Geschichte zu Ende erzählen, wie das mit dem Virus war. Auf jeden Fall hatte ich dann diesen Virus auf meinem PC und ich muss dann alle Sachen nochmal neu machen und ja, weil ich meine Videos nicht auf externen Festplatten gespeichert habe, ist das so, ja, ist das ein bisschen doof, denn jetzt habe ich die nicht mehr. Das heißt, ich, selbst wenn ich jetzt noch wollte, könnte ich die nicht wieder hochladen. Aber dafür mache ich ja neue Videos, ich mache ja auch jetzt alle, ich mache jetzt sogar noch jetzt Let's Shows dazu. Davon habe ich schon ein bisschen was, ja, nicht vorbereitet, aber ich habe schon ein bisschen die Welt gebaut. Also ich habe, das ist kein Witz, ich habe mir eine Welt komplett leer gemacht, also nur mit Dirt und Wasser. Und da habe ich dann mir eine Mittelalterwelt zusammengebaut. Davon kommt auch, ich weiß nicht genau wann Let's Show, weil bisher ist es noch, wie soll man sagen, relativ leer, weil ich auch die ganzen, zum Beispiel Klippen und sowas bauen muss, ne? Aber ich denke mal, so in 2-3 Jahren zeige ich euch die Map mal. Ja, und da habe ich natürlich noch meine, ja, normale Spielmap. So, auf der ich ganz normal Minecraft spiele. Boah, das war knapp. Okay, jetzt kommt der spannende Teil. Verdammt. Moment, da muss ich einen Knopf aktivieren. Ach egal, da überlege ich später. Mann. Ach, worüber könnte man denn reden? Denn reden. Autsch. Ich sehe etwas in meinem Zimmer. Und das
ist rot. Das ist rot. So, jetzt gebe ich euch 10 Sekunden, da, euch zu überlegen, was es denn sein könnte. Bim, 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 bim. Okay, das waren mehr als 10 Sekunden. Oder? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt. Bloß, ich habe die Melodie geachtet. Es sind Chips gewesen. Chips. Lecker, lecker, lecker. Chips hier, die kann man essen. Ah, ich schmecke so, so tasty. Ah, lecker, lecker, lecker. Chips sind doch eine wunderbare Erfindung. Das einzige Gute, was man aus Kartoffeln machen kann. Obwohl, Pommes. Pommes und Chips. Dafür hat Gott überhaupt die Kartoffel erfunden. Scheiße. So, nehme ich mal das hier in die Hand. Das grüne Ding, das hilft mir. Das motiviert mich. Oder der Lehm. Bam. Zack, zack. Nein! Scheiße, ey. Mann. So dreckig, ey. Ich krieg da vom Kopfschmerzen, ey. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich so viel Hunger habe. Mann, jetzt was essen, das wäre auch nett. Also, das wäre nicht nur nett, das wäre richtig geil. Das wäre geilo. Geilomatik. Wie heißt das früher? Habe ich früher mal immer gesagt, so Geilomatik, irgendwie sowas. Da habe ich mich dann noch immer cool gefühlt und mittlerweile muss ich mich nicht mehr cool fühlen. Ich weiß, dass ich cool bin. Und ich bin, glaube ich, ein bisschen leiser geworden, oder? Oder? Kommt mir das so vor? Das ist ja immer so, wenn man so ein bisschen immer so eine halbe Stunde lang so in seinem Mikrofon-Headset brabbelt, dann wird man nach der Zeit schon ruhiger. Das ist genauso wie mit dem Alter. Mit dem Alter wird man auch immer. Boah, verfickte Scheiße. Ja, mit dem Alter wird man auch immer. Boah, verfickte Scheiße. Nein, mit dem Alter wird man auch immer ruhiger. Ich erinnere mich noch zurück, als ich. Ach, ich weiß nicht. Nehmen wir mal, als ich zum Beispiel 12 war. Als ich 12 war, da habe ich dann. Da war ich noch viel aufgedrehter. Ja, noch aufgedrehter als jetzt. Da war ich voll aufgedreht immer so, hab den ganzen Tag lang Party gemacht und sowas und mittlerweile so, schlafen, boah, Mann, verfickte Scheiße, ey. Darf ich verfickte Scheiße überhaupt sagen? Weil ich meine, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, ob ihr das guckt und ich will euch ja keine Fäkalausdrücke ans Herz legen oder so. Ja, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wovon ich reden wollte. Ach, das ist schön, wenn man da so von einem Thema zum nächsten kommt und dann das alte Thema schon wieder vergessen hat. Das ist doch wunderbar. Man, irgendwie ist der Sprung da so ein bisschen beschissen. Na, sagen wir, ist ein bisschen beschränkt. So, jetzt habe ich ihn endlich mal geschafft, wieder. Mal gerade frag ich mir an dem hier Sprung. An dem hier Sprung, ja, Mamma Mia. Mal versucht, eine innere Ruhe zu bewahren. Alter! Das gibt's doch nicht! Mann! Boah, wieso verkacke ich das denn immer? Kann ich gegen die Wand oder so und springt er dann auf oder so? Keine Ahnung. Ich kann eigentlich nicht gegen die Wand. Boah, ist mein Frust abgefressen, ey. Ich hab meinen Highscore verringern. Denke Sachen. Oh Gott, ich bin
bin jetzt echt hungrig, ey. Interessant. Das interessiert euch zwar wahrscheinlich kein Stück, dass ich die ganze Zeit davon erzähle, von der Tatsache, dass ich hungrig bin, aber ich bin halt hungrig. Mit so einem Döner, das wäre richtig geil. Döner. Das ist richtig geil, das schmeckt richtig geil. Ja, und wenn jetzt einer in den Kommentaren kommt, magst du Bratwurst? Ich meine, klar, ich habe noch nie so einen Kommentar gekriegt, so magst du Bratwurst, aber mittlerweile wird davon ja jeder zugespammt. Und falls ihr nicht wisst, woher diese, wie soll man sagen, Tradition? Na, einfach, oder woher dieser Kommentar kommt. Ich hab mal irgendwen unter ein Video von Alligator1024 oder mittlerweile besser bekannt als Alblali geschrieben und seitdem tun das ganz viele. Keine Ahnung, wieso es das durchgesetzt hat. Ich verstehe es auch nicht. Das ist einfach nur so irgendwelcher random Scheiß. Aber das kommt ja bei YouTube immer gut an. Scheiße. Ah, heilige Scheiße. Ah, heilige Scheiße. Unheilige Scheiße. Ich bin mein Wortschatz vergrößert. Boah. Facepalm. Oh, meine Fresse, ey. So langsam habe ich keinen Bock mehr. Ich glaube, die Map schaffe ich auch in einer Aufnahme nicht, weil der Typ hat gesagt, ja, 2,5 Stunden liegt ja in der Map. Und ich habe gedacht, what? Mann! Boah, okay. Brechen wir dieses Let's Play ab? Also ich breche es nicht ab, sondern ich mache nur eine Pause. Und ich mache dann irgendwann in den nächsten Tagen weiter. Ihr werdet das wahrscheinlich mitkriegen, weil ich jeden Tag versuche ein paar hochzuladen. Naja, nun gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Oh Gott, das ist schon so ein Standardspruch, ne? Egal, ich behalte den Standardspruch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft Adventure Map Farben. Wunder. Also, haut rein.